Willkommen auf meinem Kanal. Heute mal eine Reaction. Das erste Mal, dass ich sowas mache. Aber nicht reacte ich auf andere YouTuber, sondern mal auf eine Doku von 1984 vom NDR. Computerfieber, die neue Lust im deutschen Familienalltag. Wir schauen uns das mal an, wie das damals war und wie die Kids das damals so erlebt haben. Dann gehen wir mal rein. Hier am Anfang auch gleich der alte Telespiel-Sound, man kennt ihn. So würde heute keine Doku mehr anfangen. Kannst du mir mal erklären, was du da machst? Ich gebe gerade die Daten eines Musikstücks ein. Und wenn es irgendwann nochmal fertig wird, dann kann ich es ablaufen lassen. Hast du denn zu Hause einen Computer? Ja. Ja, und warum kommst du dann hier ins Kaufhaus, um zu programmieren? Tja, ich habe in meinem Computer in der Steckdose einen Betriebsstundenzähler eingebaut und der ist schon, steht auf dermaßen hohen Werten, dass ich in der Woche nicht mehr ran darf. Wer hat dir denn diesen Betriebsstundenzähler eingebaut? Mein Vater, weil er mich noch zu anderen Aktivitäten bringen wollte. Ja, das war in der Tat damals echt so, dass man in Kaufhäuser gegangen ist und der Schlange gestanden hat. Das ist übrigens auch so, erklärt man das heute auch noch Leuten, die fragen, wenn man auf YouTube oder Twitch was hochlädt, wieso hat man denn... wer guckt sich das denn an? Gerade die Leute, die damit nichts zu tun haben. Aber wir haben es ja früher alle so gemacht. Wir hatten einen Computer, da warst du der Held im Erdbeerfeld in der Straße. Und alle anderen, die keinen hatten, der hat einer gezockt und die anderen haben zugeguckt. Dasselbe passiert heutzutage auf YouTube und auf Twitch. Einer zockt, andere gucken zu. Also hat sich seitdem nichts geändert. Nur halt, dass es digital läuft und nicht analog vom Bildschirm. Spielen, lernen, Zeit gewinnen. Computer jetzt für alle. Die Werbung bringt es auf den Punkt. Ohne Computer, so wird suggeriert, läuft demnächst nichts mehr. Und so wird denn auch gekauft und gekauft, um ja den Anschluss an die Zukunft nicht zu verpassen. Allein 1983 wurden ca. 400.000 Mikro- oder Heimcomputer verkauft. Wichtigste Zielgruppe des Computermarktes waren und sind die Jugendlichen. Wenn man sich das mal überlegt, 300.000 Geräte, das ist eigentlich nichts. Ne, wenn heutzutage jeder Haushalt fast einen Laptop oder Computer, whatever, Tablet oder so hat und mit seinem Smartphone digital verbunden ist, das war damals ein Klacks. Und da sieht man das ja auch mal hier, wie viele Kiddies da vor diesem Bildschirm sitzen, wie das damals war. Ne? Das war eine Revolution. Das war nicht so, boah, gehen wir mal zu dir ein bisschen zocken oder so. Nee, nee, das waren noch andere Zeiten. Fast in jedem Kaufhaus gibt es eine Computer- und Videoecke, in der die 13-14-Jährigen nach Herzenslust und zunächst umsonst spielen dürfen. Ach, dann Position 8 und dann meinst du gut, ja. Komm, mach mal nach. Ja, du kannst es wirklich gut spielen, ne? Du kannst ja einen nachmachen, vielleicht kann man ja auch nicht sein. Sieht man auch mal wieder Rekorde, ne? Rekorde knacken war damals schon richtig geil. Wer war der King? Naja, aber auch geil, halt alles im Kaufhaus stattgefunden und... Ich war der Meinung, das ging damals so bis zur PlayStation, Sega, Saturn, dass die Kaufhäuser das zugelassen haben. Heutzutage zockt keiner mehr irgendwie im Kaufhaus. Und die Kaufhäuser werden ja auch immer weniger, ne? Sind ja auch viele pleite gegangen mittlerweile. Aber damals war das ein Paradies. Du bist dann zu Karstadt gegangen und dann standen da die ganzen Homecomputer, die du dir gar nicht leisten konntest. Und deine Eltern haben gesagt, ach nee, Junge, geht nicht. Und naja, später kamen dann, sag ich mal, die ersten Geräte, dann konnte man die bei Aldi kaufen oder ich weiß, der VC20 war der erste Computer, den man bei Aldi kaufen konnte, dann den Commodore 64. Und dann gab es ja noch die Möglichkeiten über verschiedene Versandhäuser, Quelle, Otto, die auf Raten zu kaufen. Irgendwie war das ja in den 80ern ein bisschen weird, das Ganze. Oh, komm lang, Position 8 bekommst du immer. Ja? Was machen, wie du willst. Ja, wenn du Pech hast, schaffst du die überhaupt nicht. Was sagst du? Ja, Fujim. Ja, voll am Hasseln, der Typ hier, ne? Montana Black aus den 80ern war das hier. Ja, was ist denn da los hier? Auch wie anständig, dass die sich da gar nicht beleidigen. Das kennt man so gar nicht. Aber seid ihr eigentlich oft hier? Ja. Ich ja nicht. Wie oft seid ihr denn da? Fast jeden Tag. Und wie lange seid ihr hier so im Kaufhaus? Vier Stunden. Ungefähr. Überleg mal, 4 Stunden im Kaufhaus, muss man sich mal reinziehen. 4 Stunden. Wer ist denn heutzutage 4 Stunden im Kaufhaus? Und die hingen davor und haben gedaddelt. Und die Computerbranche hat damals richtig Geld verdient damit.
Gerade mit den ersten Freaks, die haben wirklich alles gekauft. Von der Datasette, wer die noch kennt, von der Diskette, Kassette. Ja, das war schon faszinierend damals. Kommt das nach der Schule? Ja, meistens. Aber nicht wir, er. Genau, wollte gerade sagen. Nur er, ne? Genau, weil alle anderen machen Hausaufgaben und machen später ihr Abitur, er nicht. Egal. Ja. Naja, warum sollen wir uns hier nicht treffen? Es macht Spaß hier und so. Wir spielen, ihr kommt wegen dem Spielen hier extra hier. Ja. Und warum geht er da extra für ins Kaufhaus? Na, weil man hier umsonst spielen kann. Was sagen eure Eltern dazu? Nicht? Hat jemand mit hierher gebracht? Ja, meine Mutter war schon öfters hier. Die spielt dann mit dir hier auch? Nee, ich bin schon relativ sicher. Hast du mal versucht zu überreden, dass sie dir was kauft? Nee. Ich krieg nicht so ein Spiel. Also kriegst du gar nicht? Nee. Warum nicht? Weil ich dann zu viel auf der Glatze sitze. Und dann gehst du, weil du es zu Hause nicht kriegst, gehst du ins Kaufhaus? Ja, hier kann ich ja nur von, wenn die Schule zu Ende ist, bis um 6 Uhr. Findest du es schade, dass du um 6 Uhr da raus musst? Ja. Unter jugendlichen Computerfans gibt es vor allem Spieler und die sogenannten Computerfreaks. Computerfreaks, genau, also wurden die damals, da kamen ja die ersten Begriffe hoch mit Nerds und wie auch immer. Aber dass der Junge da eben gesagt hat, dass wenn er einen Rechner hat und dann nur vor der Kiste sitzt, das kenne ich auch noch so aus der Schule, auch Lehrer haben damals gesagt, ja, das, wenn man davor sitzt, der Bildschirm, der entzieht an Energie, die haben einem immer noch so magische Dinge über diese Technik erzählt, weil die noch so relativ neu war. Und wenn man dann morgens so müde zur Schule kam, hieß es, man hat zu lange Computer gespielt. Aber da war, fing es auch schon an, dass die Eltern natürlich durchaus gesagt haben, ey komm Junge, du musst jetzt mal ein bisschen raus, ein bisschen Sport treiben, ein bisschen spielen mit deinen Freunden. Ne, das war auch wieder so eine reine Erziehungssache. Wem es dich interessiert hat, was seine Kinder machen, die haben es nicht reguliert. Aber ich fand schon, die Regulierung hat uns damals immer sehr gut getan. Thomas und Stefan fühlen sich zu höheren Berufen. Die drei Oberschüler wollen das Innenleben des Computers kennenlernen. Um gemeinsam zu programmieren und selbstgefertigte Programme, die sogenannte Software, zu verkaufen, haben sie einen kleinen Club gegründet. Auch krass, ne? Also es gab dann schon die Leute, die gesagt haben, die sich von vornherein die Bücher gekauft haben und meinten, wir lernen die Programmierung. Das war damals, ich hatte so ein Assembler-Buch damals, so ein Maschinensprache-Buch, das fand ich richtig, richtig krass. Ich habe aber nichts verstanden. Habe ich auch von Gymnasiasten bekommen, da war ich wahrscheinlich zu blöd so oder ich weiß es nicht. War schon sehr interessant. Und hier spricht man vom Innenleben des Computers, wenn ich mir überlege, damals sahen die Kisten halt so aus, wie sie aussahen. Da kam aber keiner auf die Idee, das Ding mal aufzuschreiben und zu modden, wie das heutzutage ist. Also da sieht man mal wieder, damals war es schön, heute ist es noch schöner. Also gerade was so Modding angeht, Computer, dass du da rumbauen kannst. Du kannst dir selber die Grafikkarten und allen Krams austauschen. Das war damals zwar auch möglich, die Kiste mal aufzumachen, mal reinzugucken und sich diverse Bauteile auszutauschen. Gab auch EEPROM-Brenner und so. Aber das war dann schon die höhere Mathematik. Da war man irgendwie noch zu klein, um das zu verstehen und hatte auch viel zu viel Respekt damals vor der Technik. Also Thomas und ich, wir haben uns mal so getroffen, so Thomas und so, wo wir so angefangen haben, so mit Programm tauschen erstmal. Und dann haben wir entdeckt, dass wir also beide auch mittelmäßig bis ganz gut programmieren können. Und dann haben wir, ist auch irgendwann der Ausdruck Röpert zustande gekommen, haben wir uns gesagt, na gut, jetzt packen wir uns zusammen, machen alles zusammen unter dem Namen Röpert, einfach so aus Spaß. Ihr seid so eine Programmiergruppe. Ja. Kann man so nennen. Größte Programmierer aller Zeiten. Das ist so ein Gag-Ding, das ist mal mein Vater drauf gekommen, wo wir mal so einen 14-Tage-Programmiermarathon so im Schichtbetrieb gemacht haben. Da hat mein Vater das eben von dieser Hitler-Bezeichnung Gröfers einfach Aha, okay, das mit Hitler haben wir jetzt mal überhört. Aber wenn man das mal so sieht, der Typ hat schon mit Assembler programmiert. Fand ich schon sehr interessant auf jeden Fall. Das ist schon krass, weil sowas machst, was er da programmiert hat, sag ich mal, das machst du nicht einfach mit Basic, das hat nicht funktioniert. Space-Taste. Ja, Gröber hat es gesagt, im größten Programmierer aller Zeit. Kann denn eigentlich ein Computer auch sowas wie ein Freund sein oder ein Kumpel oder irgendwie so einen Menschen ersetzen? Na, das kommt nur darauf an. Der Computer an sich ist ja
ist ja keine Persönlichkeit oder so, ist ja eigentlich nur eine Kiste aus Plastik oder so. Und dann kann man natürlich ein Programm schreiben, das einen Menschen simuliert. Das Programm kann Gefühle simulieren und so weiter, aber wenn man selber programmiert, weiß man eben, dass der Computer an sich keine Gefühle hat. Also ich liebe ihn nicht, ich schlafe nicht mit ihm, ich hacke auf ihm rum. Naja, sagen wir mal so, das Schöne ist ja, man kann wirklich mal seine Kreativität hier so richtig ausschütten an so einem Rechner. Berliner Schnauze. Der tut also wirklich alles das, was ich möchte. Naja, also fast, wenn es gerade nicht funktioniert, wie meistens der Fall ist, kann ja mal vorkommen. Aber das ist das Schöne, also man sagt, er soll das und das tun und schon tut er das. Und das ist dasselbe wie heute auch. Der Computer ist nur doof, so doof wie derjenige, der davor sitzt, den bedient. Gilt für mich auch ganz oft. Wenn du irgendeinen Scheiß brauchst, dann denkst du dir manchmal, oh, was habe ich da gemacht? Der Computer ist ja noch nicht so eigenständig. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so. Ja, und wie ist das, wenn das dann tut? Erhebendes Gefühl, jedes Mal Weihnachten. Also ich finde das Spannende ist eher dann die Sachen, die man damit machen kann, möchte. Und auch die andere so zu beeindrucken. Guck mal hier, kleine Rechenaufgabe, brauchst du 10 Stunden für, um die zu lösen, Computer, 4 Mikrosekunden oder sowas. Ne? Das dann, ja, dann macht das ja der Computer, nicht du. Nö, ich muss das Programm vorher schreiben, damit der Computer das kann. Das ist ja nur so ein Kästchen aus Plastik. Da gibt es übrigens noch eine kleine Anekdote von damals. Ein Kumpel meinte zu mir, ja, wenn man dann einen Computer hat, wir haben ja als Kinder mal geträumt, einen zu haben, weil, wie ich das vorhin schon sagte, wir waren ja auch diejenigen, die immer zu Karstadt gefahren sind und der Verkäufer hatte wahrscheinlich schon Angst, dass wir da irgendwie klauen oder so, weil wir da immer an diesen Rechnern vorbeigelaufen sind, haben geträumt, wenn unsere Eltern uns sowas mal kaufen könnten. Und ja, war damals dann schon sehr interessant das Ganze und ich finde das prinzipiell doof. Ja. Genau, und ich habe damals, um auf das Thema zurückzukommen, jetzt habe ich immer ein bisschen einen kleinen Denkfehler gehabt, es ist so, dass ich immer dachte so, ja, dann gibst du einen, Hänsel und Gretel gehen durch den Wald und dann kann der Computer das, aber du musstest ja damals extrem auf diese, ja, auf die Programmierung achten. Also der Computer wusste ja gar nicht erstmal, wer ist Hänsel und Gretel, das kannte der ja alles gar nicht. Und so fing es dann an, darüber mal nachzudenken, was kann so ein Computer, was muss denen überhaupt alles beibringen? Das war für mich ja noch ganz Neuland. Da war ich ja, in 80 war ich 9 Jahre alt. Also das war, da war ich noch nicht so weit. Ja, okay. Doof. Da können 100 Leute behaupten, Computer ist ja so intelligent, traue ich mich nicht und so. Computer ist prinzipiell doof. Warum? Bis man ihm sagt, naja, einfach von seiner Logik her, weil er keinerlei Ahnung hat oder kein Abstraktionsvermögen oder so oder keine Fantasie einfach. Man muss ihm alles sagen. Man kann ihm nicht sagen, also du, ich brauche jetzt mal ein Programm, was 1 und 1 zusammenrechnet, sondern ich muss ihm das ja noch beibringen, wie man 1 und 1 zusammenrechnet. Ja, so war das. In diesem ehemaligen Pferdestall im Norden Berlins sitzt seit 5 Jahren der 24-jährige Detlef vor seinen Computern und schreibt Spiele, die er oft für kaum mehr als 5 Mark das Stück verkauft. Die Idee, seinen eigentlichen Beruf als Elektriker aufzugeben und den Computer zu seiner Erwerbsquelle zu machen, hatte Detlef während eines längeren Krankenhausaufenthaltes. Hier kam ihm ein Computerhandbuch in die Hände und der Stoff lässt ihn seitdem nicht mehr los. Und da muss man sich mal vorstellen, der hat 5 Mark für so ein Spiel genommen und in den 80ern war das völlig normal, dass die Leute die Spiele kopiert haben, gecrackt haben. Da wurde kaum was bezahlt. Die Disketten, die flogen so über den Schulhof und das war Wahnsinn, da gab es kein Urheberrecht oder so. Also es vereinzelt wurden ja Leute dann festgenommen, die so in großem Maße das gewerblich betrieben haben. Aber so im großen Ganzen war das, haben sogar Söhne von Polizisten Spiele getauscht und da war das völlig egal. Und wenn man davon leben wollte, dann musste man echt Glück haben, dass man die los wird. Deswegen war der Preis von 5 D-Mark bestimmt ein großer Anreiz, die Spiele damals von ihm zu kaufen. Zunächst in einem Club, später alleine begann er selber Programme zu schreiben und sich damit eine neue Existenz aufzubauen. Neben selbstgeschriebenen Spieleideen vertreibt er vorwiegend amerikanische Spielesoftware in Lizenz. In seiner Arbeit als Spieleentwickler ist er gezwungen, sich dem amerikanischen Marktangebot anzupassen. Erzähl doch mal, was für Programme du so verkaufst. Ja, Spiele, die sind nochmal unterteilt in Adventure-Spiele, Action-Spiele, also Abenteuerspiele und schlichtweg Kriegsspiele. Wobei Kriegsspiele im Moment am besten gehen. Beispielsweise Nuklearbomber, World War III, handelt also vom Dritten Weltkrieg, Angriff auf Russland. Man soll dort verschiedene russische Städte vernichten. So etwas verkauft sich ganz gut. Im Katalog bin ich natürlich, so vorsichtig muss man sagen, dass ich da den Hinweis anbringe,
Katalogtext ironisch gemeint. Bitte nicht ernst nehmen. Ja, man musste damals aufpassen, sonst wurde man ganz schnell zensiert. Na, und die Spiele, das kommt vielleicht in der Doku noch, ich habe es noch nicht gesehen, aber die Spiele damals wurden ja dann teilweise auch vom Markt genommen. Und ja, schauen wir mal weiter, gucken, ob das noch kommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die auch wegen Jugendschutz da noch was sagen, weil dann ruckzuck war so ein Spiel weg, wenn er das falsch beschrieben hat im Katalog. Aber wir haben sie trotzdem alle damals gehabt, auch die verbotenen Spiele, weil alles möglich war damals, gerade weil nur kopiert wurde. Was denkst du denn, warum diese Spiele sich so gut verkaufen jetzt im Vergleich zu anderen Sachen? Weil die Leute sich abreagieren wollen, ganz einfach. Und wenn sie einen Titel bekommen, der aufreizend klingt, dann vermuten die Leute, dass dahinter eben auch ein Spiel steckt, bei dem man sich abreagieren kann. Was hältst du davon? Gar nichts. Überhaupt nichts. Krass, er hat die verkauft, aber hält davon nichts. Auf ein verkauftes intelligentes Spiel kommen 20 verkaufte Action-Programme. Solche auch Spiele, die so unter der Hand verkauft werden, also inoffiziell? Ja, natürlich. Das war eine gute Frage, ja. Sicherlich mehr als offiziell verkauft werden. Denn was sind das für Spiele? Das sind Spiele von großen, hauptsächlich von großen Softwarefirmen, meist amerikanischen Ursprungs, die dann illegal kopiert werden, geknackt, gecrackt nennt man das, und dann für ein paar Mark sogenannte Unkostenbeteiligung abgegeben werden. Genau, das war damals auch das Problem, dass die Spieleindustrie zwar einen Türöffner hatte durch diesen Commodore 64, also durch die Branche damals auch, aber da sehr, sehr viel kopierte. Uns als Kinder war das ja gar nicht bewusst, was man als Kind damals gemacht hat, gerade so Kopien und so. Heutzutage gibt es ja Steam und durch Steam brauchst du gar nichts mehr dir irgendwie illegal runterladen, weil du hast den Vorteil, dass du halt Spiele günstig bekommst, du wartest halt ein, zwei Jahre, bis sie runtergesetzt sind. Das war schon genial und wir haben damals schon gesagt, wenn so ein Spiel halt ein Fünfer kostet, hätten wir sie auch gekauft, aber war damals hat da noch keiner drüber nachgedacht. Alle noch zu grün hinter den Ohren. Deswegen ist das auch gar nicht so verkehrt, dass das mit dem Urheberrechtsschutz heutzutage ein bisschen anders läuft. Wie ist denn der Marktanteil von diesen Spielen jetzt im Vergleich zu legal verkauften Spielen? Auweia. 90-10% vielleicht. Ja, genau. Das würde ich auch so sehen. 90% wurden damals kopiert, 10% offiziell gekauft. Boah, das ist schon eine harte Zahl gewesen. Dann wundert es die eine oder andere Firma, die damals existiert hat, heute nicht mehr gibt. 70% der bundesdeutschen Heimcomputerbesitzer nutzen ihr elektronisches Rechengehirn vorwiegend zum Spielen. Ob mit den Originalen oder mit Schwarzkopien, die zahlreichen Entwicklungen der amerikanischen Softwarehersteller beherrschen den Markt. Ab 50 Mark aufwärts für ein Original oder für durchschnittlich 10 Mark für eine Raubkopie wird eine Fülle verschiedener Spieletypen angeboten. Und da kommen wir wieder auf den Preis. Ne? 50 Mark war damals utopisch, also mag man sich gar nicht vorstellen. Später haben ja so eine Datasette mit 10 Euro gekostet. So ein Spiel vielleicht 20 Mark oder so, das ging dann, aber 50 Mark war damals, so viel Taschengeld hattest du gar nicht. Wenn du bis dahin gespart hättest aufs Taschengeld, um die Spiele zu spielen, dann hättest du nie ein Spiel gespielt. Vielleicht ein oder zwei im Jahr. Also das war schon komisch, das hat sich Gott sei Dank heute alles so ein bisschen eingependelt. Also, dass die Preise günstiger sind, als sie es damals waren. Die mit Abstand beliebtesten sind die sogenannten Action-Spiele. Killer Rally. In einem Katalog heißt es zu diesem Spiel, es gilt, auf einer breiten Straße mit seinem Auto möglichst viele Fußgänger zu überfahren. Da taucht eine alte Oma auf, überrollt. Der Typ mit dem Aktenkoffer? Nein, der kam noch davon. Das war das GTA der 80er. Kaufen Sie dieses Spiel, solange es noch nicht verboten ist, denn die Grafik und der tolle Sound sind schon gut. In einem anderen Spiel ist der Dritte Weltkrieg schon ausgebrochen. Sowjetische Raketen befinden sich im Anflug auf die USA. Es gilt nun, den atomaren Angriff des Roten Giganten abzuwehren. Einzige Möglichkeit, der Gegenschlag. Präsident Reagan im Wortlaut: Viele junge Leute haben eine unglaubliche Geschicklichkeit in der Koordinierung von Hand, Auge und Hirn bei diesen Spielen entwickelt. Die Air Force glaubt, dass diese Kinder außergewöhnlich gute Piloten sein werden, wenn sie einmal unsere Jets fliegen. Das ist doch jetzt eins von deinen selbstgemachten Spielen, ne? Das ist ein Programm, das hieß vorher Schießbude, Verkaufserfolg gleich null. Dann kam der Titel Megaforce und die Katalogbeschreibung: Vernichten Sie mittels Atombomben die deutsche Hauptstadt. Und danach hat sich das Programm verkauft, obwohl sich das Programm selber natürlich überhaupt nicht geändert hat, sondern nur die Beschreibung und der Titel.
Auch krass, ne? Wenn man überlegt, damals mussten die Titel auch schon irgendwie amerikanisch klingen oder was Extremeres beschreiben, damit sie überhaupt gekauft werden. Das ist ja heute teilweise genauso. Egal, was für ein Titel so ein Spiel hat? Nein, Titel ist sehr wichtig. Genauso gut könnte man aus diesen kleinen Bunkern da unten keine Geschütztürme machen. Man könnte schreiben, das sind einfach Ameisenhügel. Und da drüben schweben Wespen. Und diese Wespen sollen von den Ameisen heruntergeholt werden. So könnte man das nennen. Und das ein sehr kreativer Form, Gedanke. Ein großer Ameisenhügel, der verteidigt werden müsste. Nur wenn ich das Programm Ameisenhügel nenne, kauft das kein Mensch. Ja? Wie bist du denn jetzt ausgerechnet auf die Idee gekommen, so ein Atombombenspiel da zu machen? Ja, nachdem ich merkte, dass friedliche Programme nicht liefen. Die ließen sich einfach nicht verkaufen. Und was passiert da jetzt? Also da passiert eigentlich gar nichts. Wer kauft solche Spiele? Ja, sehr viele Leute, die sie nicht gesehen haben, diese Spiele. Erzähl doch mal, was bei dem Spiel passiert. Also dieser Pfeil symbolisiert einen Gefangenen im Archipel Gulag. Der soll nun entkommen. Rechts bei den Sternen winkt die Freiheit. Frage ist nur, schafft er das, bevor er von den ekligen Wärtern gepackt wird? Das sind die dunklen Punkte. Ich glaube, er schafft es. Ja, im letzten Moment und in der Freiheit. Schade, dass die Qualität so schlecht ist. Ne? Das wäre schöner, wenn das Ganze eine höhere Auflösung hätte. Aber naja, das ist noch so eine alte VHS-Aufnahme wahrscheinlich, die dann irgendwie hochgeladen wurde. Ich kann mal gucken, ob es da vielleicht noch die Auflösung ein bisschen besser geht. Aber ich glaube, das war's. Ja, es 360p Auflösung, besser wird's nicht. Nee, müssen wir leider so hinnehmen. Einer der wenigen Kunden, die ihre Spiele persönlich bei Detlef kaufen, ist der 13-jährige Schüler Thomas. Thomas hat bisher noch jedes Spiel aus Detlefs Angebot innerhalb weniger Tage bis zum letzten Schwierigkeitsgrad ausgereizt. Schneller als andere braucht er Nachschub, weil ihm die alten Spiele langweilig geworden sind. So. Das, was er da sieht, sage ich mal, diesen Computertisch, das war damals auch neu. Wo stellst du deinen Computer hin? Weil du musstest ja mal einen kleinen Fernseher haben. Du hast da, wahrscheinlich ist das noch ein 1541 Laufwerk. Kann aber sein, dass es so ein älteres C64 Laufwerk war. Und du hast halt dein Commodore C64. Und dann fingen die an, in den 80ern, dass man so die ersten Computertische kaufen konnte. Oh, dann hast du geguckt im Katalog, oh, es gibt einen Computertisch. Der war meistens so aufgebaut, dass du oben da Bildschirm hingestellt hast. Unten hast du eine kleine Schublade gehabt zum Ausziehen für dein C64. Und wenn es ganz gut lief, konntest du unten deine Diskettenbox noch hinstellen. Aber das war alles total komisch. Und wenn du halt keinen Computertisch hattest, hast du es so gemacht wie eher einen ganz normalen Tisch, was man heutzutage auch ganz oft macht. Aber es gab damals diese ersten Computertische, das war schon etwas Besonderes. Bitte, wie nah die da ranzoomen, ne? Das ist auch unangenehm, oder? Ich hätte da gar nicht zocken können. Man fühlt sich voll beobachtet. Ja, die Joysticks waren ja damals auch legendär, also... Wie ist das mit der Schule da? Also hat das irgendwie einen Einfluss auf die Schule, so da eine Computerspielerei? So, bevor er antwortet, die Joysticks, es gab ja damals auch so verschiedene Quickshot 2 Turbo und es gab damals noch welche für 7 Mark oder so. Die waren total billig und dann gab es ja welche für 29 Mark. Das waren wieder die richtig teuren, sag ich mal, wenn er dann Ende der 80er so anfingst, eine Ausbildung oder so zu machen, dann konntest du dir die vielleicht leisten, aber grundsätzlich waren die alle sehr, sehr teuer. Naja, gucken wir mal weiter. Mal sehen, was er antwortet in Bezug auf Schule. Ja, sehr großen Sinne. Man wird halt schlechter in der Schule. Hat sich das bei dir richtig bemerkbar gemacht? Ja, und zwar von der 8. zur 9. Die 8. Klasse hätte ich dann beinahe nicht geschafft. Gerade mal so durchgerutscht. Wie? Statt Schularbeiten zu machen, sitzt du deinen ganzen Tag am Computer? Ja. Wie lange sitzt du da so am Tag? 5-6 Stunden. Aber das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe. Da müssten die Eltern mal ein bisschen mehr drauf achten und das regulieren. Bei uns haben die Eltern immer drauf geachtet. Da muss man halt sagen, so, oder wie der Typ am Anfang, der gesagt hat, sein Vater hat einen Stromzähler eingebaut. Okay, dann geht er natürlich zu Karstadt. Ist ja kein
Eltern sind ja, ist ja kein Überwachungsstaat, dass die gucken, dass du da nicht im Kaufhaus zockst, was mit deiner Freizeit machst, das wussten ja teilweise auch nicht, aber dass man schon mal irgendwie draußen war und nicht nur vor dieser Kiste drin saß, das war schon sehr wichtig. Und in diesem Fall hier, sag ich mal, haben die Eltern halt nicht richtig aufgepasst. Manchmal spielt bis in die Nacht rein. Und ist das eigentlich auch so, dass du von diesen Spielen süchtig werden kannst? Ja, kann man sehr leicht. Ja, bist du das? Ja, also nicht alle Spiele, aber die meisten. Ja, und wie sieht es aus, so deine Sucht? Man wird nervös und will das Spiel jetzt spielen. Also bist du nur während des Spiels nervös oder auch nach dem Spiel? Auch nach dem Spiel. Und was machst du denn dagegen? Spielen und dann beruhige ich mich wieder. Aber was treibt dich denn immer dazu zu spielen? Du könntest ja auch mal was anderes machen. Ja, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann spiele ich hauptsächlich. Das war aber damals echt ein Problem, wenn du zu oft vor dieser Kiste gesessen hast und hast nur Computer gespielt. Und deine Freunde fingen an, komm, lass uns hier mal, was weiß ich, irgendwie Detektiv spielen oder keine Ahnung, bist mit deinen Plastikpistolen durch die Gegend gelaufen, hast irgendwann gedacht, oh, nee, ich weiß nicht, ich setze mich lieber vor dem Rechner, das war irgendwie angenehmer. Also man hat schon sehr viel seine Ideen auch wirklich verloren, das stimmt schon, weil es, ne, jede Kiste angemacht und du wurdest halt berauscht und hast denn da deine eigene Kreativität gar nicht einsetzen müssen. Und da kommen dann wieder die Programmierer, wie von vorhin, die selber ihre eigene Kreativität ausgelebt haben. Das war dann wieder ein bisschen was anderes. Das kommt häufig vor. Ja. Kann man das überhaupt schaffen, gegen den Computer zu gewinnen? Nee, das geht nicht. Warum? Weil der Computer halt immer gewinnen muss. Also weil das Spiel, das hat kein Ende. Ist es eigentlich auch so, dass du manchmal so auch aggressiv wirst, wenn du dann so spielst? Ja, wenn ich es nicht schaffe oder wenn mich jetzt der Gegner trifft, obwohl ich es anders gesehen habe, dass er mich also nicht getroffen hat. Dann bist du sauer. Ja. Dann wie reagierst du das ab, dann dein Ärger? Wie machst du das? Joystick irgendwie demolieren. Ja, rumfuchteln oder wegschmeißen. Oder das Spiel halt dann ausmachen. Kommt das nächste dann oder hörst du erstmal auf mit dem Computer spielen? Nee, dann kommt erstmal das nächste ran. Ist es dir manchmal zu viel eigentlich auch? Also am liebsten hättest du das Ding geht auch mal irgendwie kaputt. Ja, also allgemein denke ich, dass die Computer abgeschafft werden und so. Schönes Poster von Kim Wilde hat er da hinten am schwarzen Brett. Ja, war auch damals cool. Cambodia war, glaube ich, ein Song so von ihr. Zu den Joypads kann ich, oder Joysticks waren es ja damals, kann ich noch sagen, Kumpel von mir, wenn du Decathlon gespielt hast, musstest du dir da ja einen abrütteln. Der hat den einen oder anderen mal zerbrochen, der nicht so ganz stabil war. Also da gab es auch einen Riesenverschleiß. Und das, was er meint mit dem an die Wand werfen, das kenne ich sogar noch vom Super Nintendo, dass man da die Joypads mal an die Wand gepfeffert hat. Wobei, das hat auch nicht jeder gemacht. Aber es gab einige. Wie, du würdest es eigentlich lieber sehen, dass Computer abgeschafft wird? Ja, aber wenn man halt den hatte, möchte man es nicht. Warum findest du, dass Computer abgeschafft werden wollen? Ja, weil sie die Menschheit zerstören. Wieso? Ich zerstöre die Menschheit. Also, gibt viele Computerfilme drüber, die sagen, jetzt mindestens in 10 Jahren hat jeder also einen Computer zu Hause. Dann wird nicht mehr, geht man ja also nicht mehr ins Kaufhaus hin, man bestellt alles über einen Computer. Muss man sich mal vorstellen, 1984 gab es die Aussage schon, in 10 Jahren haben alle Computer und bestellen dann über Computer, also heutzutage übers Internet. Da hat man damals schon drüber nachgedacht. So, das war voll, also quasi eine kleine Vision zu glauben, dass man später das mal macht, so wie es heute alltäglich ist. Das war schon unglaublich. Mich würde mal interessieren, was der Typ heute macht, ob der immer noch so mit Computer und Konsole irgendwie was zu tun hat. Naja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Macht doch der Mensch ja nichts mehr alleine. Was sagen Sie denn dazu, dass Ihr Sohn so viel am Computer sitzt und spielt? Ja, also normalerweise kann ich es nicht verstehen, aber das ist eben für Kinder irgendwie interessant und macht Spaß, und dass sie sich da so reinsteigern. Haben Sie denn eine Vorstellung davon, was er stattdessen lieber tun sollte? Also mir wäre es zum Beispiel lieber, wenn er jetzt nicht nur Spiele machen würde, sondern auch selbst mal irgendwie was zustande bringt, also selbst Spiele einprogrammiert oder so. Haben Sie denn mal was dafür getan, dass das mal passiert? Ja, wir haben schon mal Hefte geholt und so, dass er erstmal davon eben abschreibt, aber das ist ihm dann auf die Dauer auch zu langweilig, ja, zu langwierig. Naja, die Mutter kann sich halt nicht durchsetzen, ne? Und das ist halt so ein Problem. Also, da ist ja als Mutter verantwortlich, was ihr Sohn vom Computer macht. Das galt wie damals so wie heute. Also, man muss schon sich durchsetzen und dann den Kindern auch mal sagen, was geht und was nicht geht.
Haben Sie denn so eine Vorstellung von dem, was er mal später mit dem Computer mal machen könnte? Ja, wie gesagt, erstmal dachte ich, dass er eigene Programme irgendwie erstellt, dass er sich da ein bisschen mehr vertieft, weil sie heutzutage ohne Computer gar nicht mehr auskommen. Nicht? Und da sollte er eigentlich ein bisschen vertraut gemacht werden damit. Also würden Sie denn grundsätzlich sagen, dass es gut ist, dass er spielt, oder dass es eher schlecht ist? Ja, sagen wir mal so, ich bin allgemein vom Computer nicht allzu begeistert, ja. Warum? Was gefällt Ihnen daran nicht? Naja, ich bin der Meinung, dadurch gehen ihm viele Arbeitskräfte und so verloren, ja. Also man könnte auch ohne Computer auskommen. Ja, und da trifft sie eine wichtige Aussage. Das war ja in der Tat so, wenn man überlegt, auch Beispiel bei der Warta oder so, wie viel Bänder damals mit Mitarbeitern vollbracht wurden, die dann noch irgendwelche Bleisätze gegossen haben und so. Das hat ja später die Industrie komplett revolutioniert, diese ganze Robotertechnik. Und da ist ja gerade in Produktionsprozessen sind ja wirklich viele Arbeitsplätze weggebrochen. Und gerade heutzutage beim Crowdworking, Crowdsourcing, das ist ja ganz oft so, dass man von Arbeit digital 4.0 spricht und teilweise durch Computerarbeit, gerade jetzt durch Online, viel wegbrechen kann. Ja, da sagt sie schon nichts Verkehrtes. Aber wie gesagt, man muss sich ja irgendwie dran gewöhnen und auch die Kinder dazu bringen. Ja, das macht er dann gar nicht. Naja, nur ob das nun sinnvoll ist, dann nur mit Spiele und so. Mir ist es auf alle Fälle lieber, als wenn er sich auf der Straße rumtreibt und ihm nicht weiß, was er machen soll. Ach, dieses Joystick-Rütteln, das ist das, was ich vorhin meinte, wo die Joysticks kaputt gehen teilweise. Eine extrem mechanische Wirkung auf die Joysticks einwirkt. Richtige Computerfreaks wollen mit dieser Art von Spiel nichts mehr zu tun haben. Das ist jetzt ein Akustikkoppler, das ist unglaublich. Da konnte man damals schon entweder BTX betreiben oder auch schon die ersten Spiele runterladen. Das ist Wahnsinn. Also, als ich das erste Mal gesehen habe, oh, da habe ich gestaunt. Ich habe nämlich gehört, dass ein Verwandter von uns Spiele irgendwo runterladen konnte damals und ich habe gedacht, das ist eine Verarschung und dann habe ich einen Akustikkoppler das erste Mal gesehen und war hin und weg. Jens und Thomas hacken lieber. Sie setzen all ihre Mühe daran, über ihren Heimcomputer in fremde Datennetze zu gelangen. Außer ihrem Computer benötigen die beiden lediglich einen Telefonapparat und einen sogenannten Akustikkoppler, um sich von Berlin-Spandau aus ins weltweite Computernetz einzuklinken. Ja, okay, jetzt kommt man zum Thema Hacken. Genau, das ging ja damals mit dem Akustikkoppler auch. Ja, man konnte ja auch legale Sachen damit machen, ganz klar. Aber schon sehr faszinierend, wie das angefangen hat. Auch damals beim Chaos Computer Club, die waren ja auch so revolutionär und legendär mit dem, was sie so gemacht haben. Ja, sehr gut. Aber das lief damals alles über einen Telefonanschluss und war sehr, sehr teuer. Also die Telefongebühren waren sehr hoch. Achso, die Nummer brauche ich noch. Ich glaube, eine Störung im Netz. Verbindung hergestellt! Verbindung hergestellt! Da ist er! Da ist er! Wie geil! Ja, die haben den Dick wieder hochgeschossen, geil! Ja. Alter Passwort, na klar doch! Ja, wo seid ihr denn jetzt drin? Wir sind jetzt neben dem Redaktionsrechner der Los Angeles Times und Washington Post. Die haben einen gemeinsamen Rechner, wo sie ihre Artikel abspeichern. Und in dem sind wir jetzt drin. Kann das sein, dass die da irgendwie eine Kamera genommen haben und haben gesagt, Mensch, wir reden mal mit der Berliner Computerszene oder so? Die haben doch alle einen Berliner Akzent, ne? Kann das sein? So ein Ding. War schon krass, ne? Wie die da durch die Datennetze sich hacken und das dann hier so einfach mal öffentlich zeigen. Und da sieht man ja auch mal, dass Urheberrecht damals noch nicht so extrem verfolgt wurde wie heute. Irgendwie ein tolles Gefühl, denn in so einem fremden Rechner drin zu sein? Tolles Gefühl. Ja. Naja, ich meine, manch einer sitzt zu Hause und guckt Fernsehen oder hört Musik und bezeichnet das als Hobby. Und wir lassen eben ein paar Bits fließen in Amerika, ja, also über einen großen Teich hinaus. Und ich finde, das ist schon irgendwie was Schönes, wenn man sagt, was machst du den ganzen Tag? Ich bin in Amerika beschäftigt sozusagen. Ja. Also zwar ist es für uns nun schon eine Routine-Sache, weil man das ja ein paar Mal gemacht hat, aber irgendwie ist es ja doch was Besonderes. Ist das denn irgendwie auch ein Gefühl von Macht oder von Überlegenheit, irgendwas zu beherrschen? Natürlich. Ich meine, das ist schon ganz witzig, wenn ich mir so vorstelle, dass ich da jetzt irgendwie von hier aus meinem kleinen Zimmer mit meinem Plastikbomber hier
da uns so einen Mülleimer in Amerika dazu kriege, dass der irgendwas tut. Ich meine, passiert ja was. Ich krieg den ja dazu, dass er sich irgendwelche Daten von seinen Magnetplatten runterholt und mir die rüberschickt. Man kann da drüben also Jut und Jana ganze Rechner aktivieren und die tun dann das, was ich will, hier so über mehrere tausend Kilometer. Und das ist schon irgendwie, naja, Macht möchte ich nicht sagen, aber man kommt sich so ein schon bisschen interessant vor, als so gewesen damals steht. Auf jeden Fall. Das zahlt ein großer Konzern, dessen Code wir benutzen. Ja, also ihr zahlt ja selber gar nichts dafür, dass ihr da über einen großen Teil telefoniert. Nee, wir zahlen die 23 Pfennig, die wir brauchen, um uns hier anzuschließen ans Postnetz. Wie ist denn das, Frau Schrimpe, mit zwei Männern den Haushalt zu teilen, die beide am Computer sitzen? Der eine während der Arbeit, der andere während der Freizeit. Eine Zeit lang war es ganz schlimm. Da habe ich dann schon gemeckert, wenn wir gefrühstückt oder Abendbrot gegessen haben zusammen. Das war nur ein Thema, Computer. Dann habe ich schon angefangen rumzumeckern. Das hat mir nicht gefallen. Ja, überleg, wie das damals war. Ne? Das war alles so neu. Das war so, als wenn man so über die ersten Autos oder so spricht. Das war, ja, da hat sich eine ganze Gesellschaft umformiert, irgendwie um den Alltag zu gestalten. Auf einmal war ein Hobby da, was vorher nicht da war. Und das hat so viel auch Diskussionsstoff geboten, das war, dass man jetzt schon 84 sagte, oh, wir müssen mal unbedingt die Familien sprechen, wie die das so sehen. Fand ich schon faszinierend, also schon krass. Jetzt geht's, jetzt kommt wieder mal andere Themen auf den Tisch. Ja, das stimmt, ich gebe das zu, das war zeitweise schlimm, aber wenn es Ihnen mal so interessiert, ich möchte es ja nicht abblocken, habe ich ja schon gesagt, ich möchte das ja auch irgendwo unterstützen. Und zurückblicken kann man sagen, es ist ja auch schon enorm viel Wissen entstanden, so spielerisch eigentlich. Man sollte schon wissen, dass die Computer, was sie darstellen und was sie auch unter Umständen für eine Gefahr darstellen. Ja, was stellen Sie denn nach Ihrer Meinung für eine Gefahr? Ja, die Gefahr stellt sich darin, dass das ein Instrument ist, den Menschen total zu überwachen. Die Bestrebungen sind ja nun hier und da zu sehen. Und da war es ja damals auch schon so, der ersten Datenschutzverordnung und was es da alles gab in den 80ern, da ging es, glaube ich, mal um eine bundesweite Zählung der Bevölkerung, und da haben sich viele gewehrt, und da fing das dann an mit den ersten Datenschutzgesetzen, und auch schon wieder 1984 hat man darüber schon spekuliert, wie sieht das aus, wenn man mit seinem Computer überwacht wird. Sie können jeden Ihrer Schritte überwachen und Sie können verfolgen, was jemand am Tag gemacht hat. Und man muss wissen, wenn man weiß, was ein Computer kann, dann kann man dem eventuell ein bisschen entgegenwirken und nicht so machtlos vor diesem Instrument stehen. Aber was ich eigentlich meinte, war, dass man nicht so unvorbereitet den Leuten gegenüberstehen sollte, die mit ihrem ganzen Wissen die Computer einsetzen für solche Dinge. Und der Bürger selbst wird unvorbereitet getroffen. Und wenn man nicht weiß, wie die Zusammenhänge sind, kann man sich auch schlecht wehren dagegen. Und es ist besser, wenn man weiß, was es ist. Abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass in unserem Zeitalter ein Jugendlicher in seinem Alter einfach wissen muss. Die Jungs wissen, wie ein Auto funktioniert. Die müssen auch wissen, wie ein Computer funktioniert. Genau, das fand ich sehr interessant. Und ich hatte das Gefühl damals, dass wir Kiddies so, dass die Technik so neu war und wir alle gesagt haben, wir wollen genau wissen, was ist eine Datasette, was ist ein Floppy-Laufwerk, was ist ein Computer. Wir haben uns da so reingebissen, und heutzutage lernt man viele kennen, die noch nicht mal, viele kann man schon sagen, die einfach nur das Gerät bedienen können, aber diese Computergrundbegriffe gar nicht mehr kennen. Das erschreckt mich teilweise immer, und es ist schon sehr wichtig, also zu wissen, was ein Computer kann, gerade in Bezug auf Kinder. Wenn die Kinder schlauer sind als die Eltern, dann haben wir wieder das Thema mit dem Jugendschutz und dass sie mehr vor der Kiste hängen und die Eltern veräppeln, wenn sie sagen, nee, ich mach da meine Hausaufgaben, und dann wird mit Alt-Tab das nächste Fenster aufgemacht und wird einfach weitergezockt, wenn Mutti aus dem Kinderzimmer raus ist. Also schon sehr interessant. Also teilweise müssen die Eltern heutzutage schlauer sein als ihre Kinder, aber leider gibt es viele Generationen, die Computerwissen so ziemlich verloren haben. Haltet ihr davon, wenn also in Zukunft so sämtliche Haushalte, die Computer besitzen und Großrechner miteinander vernetzt sind? Finde ich zum Kotzen. Warum? Ich finde es gut, möchte ich nur so nebenbei betonen. Ist eben wieder die Erstellung von Persönlichkeitsbildern oder so, die es dann dadurch gibt. Es ist ja schon so, ich hacke ja nicht, weil ich mir jetzt da ausdrücken will, dass ich einfach fremde Daten abrufen will, sondern weil ich vielleicht auch irgendwie beweisen will, dass das alles nicht sehr ins Astrein ist, wie sie das behaupten. Dass das also absolut sicher ist, wie das immer so schön sagen, weil immer die Möglichkeit besteht, durch entsprechenden Arbeitsaufwand sich irgendwo reinzuhacken, überall.
Und da sind wir wieder bei dem Thema Chaos Computer Club No Hacks for Money, dass man Sicherheitslücken aufdeckt und die dann publiziert. Dann ist die Welt in Ordnung, aber zu hacken, um Schaden anzurichten, ist total gegen jeden Grundsatz, den der Chaos Computer Club damals auch rausgegeben hat und sollte man eigentlich auch nicht machen. Und so wie er das da gerade so erzählt, scheint das ja doch ein positiver Ansatz gewesen zu sein. Thomas, was sagst denn du zu so einer total vernetzten Computerzukunft? Na, ich sehe das immer so ein bisschen unter den Aspekt Kriminalität bekämpfen. Ich würde schon sagen, wenn Deutschland so ziemlich gut vernetzt ist, dürfte es leicht sein oder leichter sein, Kriminelle zu ertappen. Vermutlich sogar gleich bei der Tat. Und da haben wir auch wieder das Thema Vernetzung der Polizeibehörden. Da haben wir in den 2000ern teilweise noch Probleme mit gehabt. Oder da gab es Diskussionen, dass die Behörden sich doch noch besser vernetzen müssen, um deutschlandweit irgendjemanden ihre Daten auszutauschen, um Kriminelle zu bekämpfen. Und auch wieder krass, dass das 1984 schon ein Thema war. Und wie lange es gedauert hat, das überhaupt komplett wieder umzusetzen, dass man sagt, so jetzt funktioniert es vernünftig. Herr Clemens, was meinst du dazu? Kopfschuss, aber gut, ist reine Ansichtssache, wie schon gesagt, darüber sprechen wir nicht. Warum? Ich meine, die Kriminalität in Deutschland ist doch nicht gerade zu vernachlässigen, das ist mächtig gewaltig. Ja, ich meine, wir wohnen hier in so einem Außenbezirk, da sieht das immer recht friedlich aus. Aber du brauchst ja nun mal alleine in die City fahren. Ja, bei mir sieht es so aus, dass ich also mich da auch persönlich überwacht fühle, auch wenn ich jetzt nichts Kriminelles tue. Weil das ist... Wenn ich merke, dass ich irgendwie überwacht werde oder angezapft, das nervt mich. Also wenn ihn das nicht stört, ist... Über mich darf jeder von mir aus alles wissen. Also, was gibt es zu verheimlichen? Erstens, mal interessiert kein Menschen meine persönlichen Daten. Und wenn doch? Ja? Und wenn doch, dann nützt ihm das gar nicht, weil er an die Daten nicht rankommt. Ja, und da war er ein bisschen blauäugig. Und ich wette mit euch, die beiden haben auf jeden Fall heutzutage beide ein Smartphone und werden total überwacht. Wie alle, die halt ein Smartphone haben, ist ja völlig normal. Und wahrscheinlich sind auch beide bei Facebook oder Instagram oder so. Ich weiß, ich kenne die Person ja nicht. Aber dass er denkt, keiner kann mit seinen Daten was anfangen und benötigt die auch nicht, war schon sehr blauäugig. Nicht alle, doch jeder hat irgendwelche Daten. Du siehst danach, dass man rankommt. Zumindest zu Hause hat sich Thomas den Traum vom Computernetz schon erfüllt. Von der Computerei des Sohnes fasziniert, kaufte sich Vater Kotsch kurz entschlossen ebenfalls ein Gerät und ließ sich von Thomas in die digitale Welt des Heimcomputers einführen. Mittlerweile sind ihre beiden Computer per Kabel miteinander verbunden. Der eine steht auf dem Wohnzimmertisch, der andere im Zimmer von Thomas. Das war damals aber wirklich schon revolutionär. Also ich kannte keinen, der seinen C64 dann so vernetzt hatte. Also das mit einem Akustikkoppler war damals Maß aller Dinge, aber zwei Computer, zwei C64 zu verbinden oder so, auch über so eine lange Strecke, war mir neu. Also schon sehr interessant. Gucken wir mal weiter. Hat sich denn in Ihrem Familienleben was verändert, seitdem der Computer auf dem Tisch steht hier? Ja. Ja. Ich würde schon sagen, der Fernseher ist weniger aus, der ist mehr aus. Filme und so sind für mich jedenfalls zweitrangiger geworden. Ja, und die Unterhaltung meines Mannes und zwischen meinem Mann und mir und meinem Sohn und mir ist natürlich etwas abgeschwächt. Immer wenn ich was sagen will, ist erstmal der Computer dran. Früher brauchten, wenn sie was wollten, nur zweimal sagen, Thomas oder Vater. Wenn sie jetzt was von uns wollen, müssen sie also mit Kellen ankommen oder sonst irgendwas, um uns da auseinanderzureißen. Und da gibt es dann doch manchmal irgendwie eine arge Stimme, wenn ich mich da mit Vater eine Stunde lang unterhalte oder die zum Essen rufen und dann da schon alles längst kalt wird und wir einfach nicht kommen. Also so gesehen ist doch so diese Distanz. Ich, Vater, dann nischt und dann wieder die beide zusammen. Ja, so dass wir vier ist nicht. Das ist so 2-2-Verhältnis ein bisschen. Hübsche Tochter, hübsche Mutter und genau das Problem, was sie da beschreiben. Dass die Konversation untereinander, die Kommunikation total nachlässt. Das kann ich mir vorstellen. Er sitzt da vorm Rechner und tippt da rum und sie guckt halt einen Film. Aber okay, man muss ja auch nicht immer aufeinander hocken. Das kann ja auch mal befreien. Hat sich etwas gespalten, die Familie. Ist denn so, dass der Computer so ein Gesprächsthema in der Familie ist, dass Sie keinen Platz mehr haben? Ja. Also, ich sehe das auch immer hier, Papa und Thomas, die diskutieren, also würde ich sagen, fast den ganzen Tag über den Computer. Auch beim Essen, also ich und Mutti sitzen immer nur da und sagen eigentlich recht wenig, denn wir haben ja davon auch nicht so viel Ahnung und die erzählen also den ganzen Tag über was. Und wenn man also auch mal ansprechen will, ist... Also ich meine, man kann sich natürlich mit ihnen unterhalten, aber wenn sie eben gerade richtig im Diskutieren sind mit dem Computer, dann ist das erstmal das wichtigste Thema und dann kann man da nicht so viel andere Sachen mit reinbringen.
Aber den Zustand gibt es ja heute noch, ne? Wenn man sich mit dem Computer ein bisschen auskennt und hat ein bisschen Bock drauf oder so, dann klar, dann redet man den nächsten, den man trifft, der irgendwie Ahnung vom Computer hat, mit dem quatscht man darüber. Das ist halt einfach ein sehr, sehr geiles Hobby, ne? Okay, das war ja damals auch noch die Anfänge. Man muss auch den gesamten Bericht im Kontext von damals sehen. Das ist, da hat sich ja die letzten Jahre noch ein bisschen was entwickelt. Heute zocken ja auch, und das ist ja das Interessante, was ich hier sehe, als wir früher gezockt haben, haben die Mädchen immer gesagt so, oh Mensch, das ist Kinderspielzeug, wir wollen da nichts mit zu tun haben. Heute zocken die Mädels ja auch, also von daher hat sich das ja alles ein bisschen weiterentwickelt. Ja, Thomas, ich habe hier ein Problem. Ich komme hier nicht weiter. Guck doch mal auf. Dein Bild brauche ich. Jetzt. Da. Okay, Wahnsinn. Spiegel mich mal voll. Spiegelung des anderen C64. Aha. Den September? Gut. Richtig, C. Gut. So, und zwar haben wir unten sonst hier Ausgaben. Da soll Schule rein. Ja, hier, mache ich jetzt. Siehst du? Ne, da ist ein Fehler drin. Ich sehe gerade, es ist gar kein Commodore 64. Das sieht eher aus wie ein Atari 800 XE oder XL. Ich würde sagen, neu installieren. Obwohl, er hat aber ein Commodore 64. Sind deine Daten wichtig? Nö. Text, der. Geht nur, oder? Wenn du neu installierst. Musst, bin mir noch gar nicht so sicher. Ach so, neu installieren. So, jetzt installiere ich das neu. Jo, dann schließen wir das Programm an. Ja, ich gehe ab. So. Die Geräusche damals, es musste alles ein Geräusch machen. Warum komme ich da nicht weiter, nein? Gut. So, jetzt installieren wir das. Gut. Alles klar. So, jetzt gehen wir hier weiter. Und jetzt kommt hier das Schulgeld rein. Ja. Werde ich wohl für dich auch bald bezahlen müssen, wenn es so weitergeht. Was würden Sie sagen? Ist es eher friedlicher geworden oder gibt es mehr Konflikte, seitdem der Computer da ist? Ich würde sagen, es ist friedlicher geworden. Es ist eine gewisse Ruhe eingekehrt. Alter, das Video hat keine große Auflösung, aber der Blick von der Mutter sagt aber ganz was anderes. Denn ich habe ab einer gewissen Zeit oder zu besonderen Witterungsverhältnissen eine Sache, womit ich mich befassen kann. Ich habe keinen Leerraum in der Wohnung. Ich brauche also nicht mit meiner Frau mich unterhalten über für oder wider, sondern ich setze mich ein Stück mit dem Programm, mit dem Computer auseinander und führe da ja mathematisch eine Art Dialog. Und würde schon sagen, es ist in vielen ruhiger geworden. Ist das für Sie auch so, dass es ruhiger geworden ist? Ja, für mich ist es ruhiger geworden. Ihr stellt nicht so viel Fragen. Nein, aber es ist schon richtig. Ab einer gewissen Zeit sitzt er denn da und beschäftigt sich mit seinem Computer und ist doch, kann man sagen. So, Thomas, legst du mir erstmal den Biorhythmus auf? Hätte ich nicht gedacht, dass ihr das bestätigt, weil der Blick hat ganz was anderes gesagt. Bitte leg mir den mal auf jetzt. Von Sabine, den Biorhythmus? Ne, das war ja nur falsch. Aber ich hab Sabines Daten. Biodatum heute, ja? 16. So viel zum Thema Datenschutz, da haben sie im Bericht schon das Geburtsdatum der Tochter gezeigt. Will er nicht wissen. Aha, gar nicht schlecht. Oh, ist ja optimal. Ja, gut. Mach mir doch mal eine schriftliche Auswertung. Warum ist denn das alles so, was ist denn das so hoch da dran? Alles? Was ist denn, hast du keine Auswertung weiter? Die willst du auch haben. Du liest schnell? Ist das eine gute Melodie, was? Okay. Sie sind an einem Mittwoch geboren und haben bis jetzt 6.277 Tage durchlebt. Alles klar, das ist ja ganz ordentlich bei Sabine. Neutral, naja, gut. Alter, was das für Programme, dass man ausrechnet, wie lange die Tochter oder Mutter oder was weiß ich gelebt, wie viele Tage die gelebt haben und biorhythmische Auswertungen. Alter, das ist nochmal ein bisschen krass. Zwei Freaks unterwegs. Aber krass auch, dass die beiden immer telefonieren müssen. Das finde ich schon sehr seltsam. Ne? Naja. Könntest du dir eigentlich einen Freund vorstellen, der den ganzen Tag am Computer sitzt, so wie dein Bruder? Nee, also kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Und so wie ich gehört habe, die ganzen Computerfreaks, also die haben ja die meisten eine Freundin. Also ich frage mich immer, wie die das mit der Zeit schaffen. Denn ich sehe meinen Bruder, der sitzt den ganzen Tag vorm Computer. Also der hätte weniger Zeit dafür, kann ich mir vorstellen. Und mein Freund durfte sich nicht vorm Computer den ganzen Tag setzen. Genau, da haben wir das Thema, was ich vorhin gesagt habe, dass die Mädels gesagt haben, nö, das Kinderspielzeug, und die haben sich da lieber einen gesucht, sag ich mal, der nicht so vor dem Computer saß. Das war damals so. Wie willst du denn das verhindern? Ja, also ich würde mir wahrscheinlich ja nicht erst so einen Freund suchen. Der stellt nämlich eher dich in der Ecke als den Computer. So ist es nämlich meistens. So machst du das? Naja, Elke hatte nun noch nicht das Vergnügen mit dem Mädchen, aber Kumpels von mir, wenn die also das Problem haben, dass das Mädchen zu häufig ankommt, dann
entweder Computer oder entweder ich darf ein bisschen programmieren oder du wirst in der Ecke gestellt. Glaub, meistens sehen sie das dann ein. Man kann sich ja nicht nur den ganzen Tag mit dem Mädchen, also jeden Tag in der Woche mit dem Mädchen verabreden, ja. Das reicht ja ein, zwei Mal in der Woche, also. Okay, wenn man das sieht, das ist natürlich sehr abwertend, ne? Also, aber auch wieder im Kontext von 1984 zu sehen, aber wie man da über Mädchen, Frauen gesprochen hat, so von wegen, man stellt die dann in die Ecke und, das ist aber, das hat aber noch nicht viel mit Gleichberechtigung zu tun. Das ist schon eine sehr harte Aussage. Man hat ja nun auch noch als Schüler mit der Schule zu tun, ja? Also, ich weiß sowieso nicht, wie die das immer schaffen mit ihrer Zeit. Man sollte da wohl schon ein bisschen kompromissfähig auch sein von Seiten der Frauen. Doch, da ist er nicht so sehr kompromissfähig, wie ich jetzt aus den Worten höre. Überleg mir, die Frauen müssen da kompromissfähig, also, was das für eine Diskussionsgrundlage. Also ich glaube, die beiden sind heutzutage nicht mehr verheiratet. Meine Frau ist da also mir gegenüber doch ziemlich kompromissfähig. Ich würde schon sagen, bei uns klappt es doch in der Familie darin ganz gut. Können Sie sich erklären, warum Ihre Frau und Ihre Tochter so wenig mit dem Computer zu tun haben wollen? Ich habe mal mit Mädchen darüber gesprochen. Und die haben mir gesagt, das ist denen ganz einfach zu eintönig. Das ist also, da tritt irgendwann Langeweile ein. Die könnten sich also nicht eine Stunde vom Computer setzen, da auf dem Bildschirm was machen und dann sich daran erfreuen. Ja, halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann ist für die Langeweile. Und die brauchen irgendwie, ich weiß nicht, wie Schwester irgendwie, die müssen den ganzen Tag unterwegs sein und da muss viel Abwechslung sein. Habe ich also schon häufig gehört, dass denen das einfach zu eintönig ist am Rechner, ja, und daran muss das wohl liegen. Ja, also ich als Frau würde sagen, es ist einfach, langweilig. Es ist einfach zu langweilig. Ich könnte es nicht erklären, aber es ist einfach zu langweilig. Vielleicht mal für eine halbe Stunde, aber dann nicht mehr. Diese Faszination, die bei den Männern ausbricht, so richtig waren, oh, da gibt es ja so richtige Fanatiker. Und das fehlt bei den Frauen. Die haben vielleicht nicht das Organ dafür. Ja, man darf auch nicht vergessen, der war damals noch jung, ne? Wo er gesagt hat, er hat noch nicht das Vergnügen mit einem Mädchen, wie alt mag der sein, 16, 17 damals. Der wird wahrscheinlich heutzutage auch verheiratet sein, hat Kinder und wird seine Aussage, so wie er sie damals getroffen hat, heute nicht mehr treffen. Da sind wir wieder beim Kontext. Mit einer exakten Logik und mit einer mathematischen Genauigkeit etwas bestimmt. Und es ist hier zum ersten Mal eine Sache, die ist nicht auslegbar. Sondern sie wird berechnet, sie wird ganz exakt bestimmt und läuft dann vor unseren Augen ab. Man kann also nicht ein Für und ein Wider hinterher mehr einflechten, sondern es ist genau ausgerechnet. Und ich habe eigentlich das Empfinden, dass eine Frau doch immer so ein Für und Wider eher drauf hat und möchte doch so manches so ein bisschen auslegbar haben. Es könnte doch anders sein und es könnte doch. Und der Computer lässt das einfach nicht zu. Subjektivität ist einfach nicht zugelassen beim Rechner. Ja? Das wird was festgelegt, dann geht das nicht so, wie die das wollen. Zukunft ist lernbar. Das ist das Motto der Neue Bürogeräte Verkaufs GmbH, kurz NBVG. Die NBVG ist Betreiber einer Computerschule, die Kindern und Jugendlichen in 6-wöchigen Kursen für 380 Mark den Weg in die Zukunft ebnen soll. Das war aber jetzt hier schon wirklich so ein Ausnahmerechenzentrum, ne? Weil sowas habe ich als Kind noch nicht gesehen, aber das sah schon, so alle irgendwie diese Rechner haben. Ich glaube noch nicht mehr, dass die alle miteinander vernetzt sind, aber halt verschiedene Rechner als Standalone-System und dann und die Kids davor gesetzt. Es sieht schon auf jeden Fall mächtig aus für die damalige Zeit, dass alles auch schweineteuer war. Zweimal in der Woche sitzen sie vor den Terminals und lernen die Grundlagen des Programmierens. Die NBVG hofft, an staatlichen Schulen über Lehrerfortbildungskurse die von ihr vertriebene Computersprache Logo absetzen zu können. Obwohl, scheint schon vernetzt zu sein, ne? Die ganzen Kabel, die da hinten in dem Monitor da drin waren. Macht das denn Spaß hier in der Schule am Computer zu arbeiten? Und warum? Programme selbst zu schreiben, das macht Spaß. Ist das eigentlich so was anderes, als wenn du morgens in die normale Schule gehst? Ja, viel anders. Und wie? Ist das besser oder schlechter? Viel besser. Warum? Erzähl doch mal, warum es besser ist hier. Warum nicht so viel schreiben und runde Tasten drücken. Hast du denn auch schon Programme selber geschrieben? Ja. Und was ist das? Erzähl mal. Das sind Häuser mit Bäumen. Und wieso hast du das gemacht dazu? Weil wir so eine Aufgabe gekriegt haben und wie das Programm das durchschreiben sollten. Ja, Wahnsinn, ey. Grafisch schon, ne? Gerade alle so schüchtern, ne? Und wurden gut ausgebildet in Computertechnik. Programmieren ist schon krass. Also, wenn die alle am Ball geblieben sind, sind die heute alle noch in der Computerbranche. Kann man dann sagen, dass der Slogan Zukunft ist lernbar auch so übersetzt werden kann, Zukunft wird einfacher? Das ist richtig. Die Zukunft wird auf jeden Fall einfacher in bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel in Mathematik und auch in Sprachen, die man mit dem Computer und mit der Computersprache Logo einfacher gestalten kann. Ich meine auch so für den Alltag.
Im Alltag sieht es so aus, dass die Kinder natürlich auch daran Spaß haben und nicht nur damit spielen können, sondern auch ihre privaten Möglichkeiten, ihre Privatsphäre damit bereichern können. Beispiel? Zum Beispiel, indem sie also Adressen speichern. Sie meinen jetzt direkte Softwarebeispiele. Adressen speichern, wie sie ihre Bibliothek speichern, ihre Plattensammlung, ihre Briefmarkensammlung. Dass sie kommunizieren können mit anderen Partnern, mit anderen Schülern. Sie können auch über Bildschirm Text gehen, das gehört ja alles zusammen. Und sie arbeiten einfach damit ihren Horizont. Ginge es nach Joachim Dümke, so würde in absehbarer Zeit in Vorschulen und Kindergärten ein Gerät auftauchen, das zu den neuesten Errungenschaften des pädagogisch orientierten Computermarkts zählt. Damals gab es ja mal diese Berufe wie Datenverarbeitungskaufmann und so hieß das damals, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es schon Programmierer direkt gab, die Berufsbezeichnung, das weiß ich gar nicht, da war ich. Ich, wie gesagt, noch viel zu klein, aber was ich vorhin nochmal sagen wollte, dass der Vater da die ganze Zeit mit seinem Sohn nochmal telefoniert, haben wir ja heutzutage, machen das ja auch über Skype oder TeamViewer oder Discord oder machen das halt über Headset, aber damals mussten die sich noch gegenseitig anrufen. Das ist ein lustiger Zustand, wenn man das so sieht. Heute, Gott sei Dank, hast du ja die Telefonie sozusagen über einen Computer und das ist doch eine geile Sache. Der sogenannte Turtle, zu Deutsch Schildkröte. Aufgabe dieses Kleinroboters aus den USA würde es dann sein, die Kindergärtnerin zu ersetzen und dem Nachwuchs Zahlen und das Alphabet nahezubringen. Wenn man sich das mal überlegt, ne, dann nehmen die so einen Turtle, also übersetzt Schildkröte, sieht ja auch ein bisschen aus wie so eine Schildkröte und sagen den Kindern, ja, der muss programmiert werden und denken dann schon drüber nach, wie man einen Roboter als Erzieherinnenersatz irgendwie einsetzt. Das ist schon sehr weird irgendwie. Die schon sehr faszinierend, auf so einen Gedanken zu kommen. Schon, aber okay, die Diskussion gibt es ja heutzutage in der Altenpflege auch, ne, dass man da Computer oder Roboter einsetzt, die dann gewisse Aufgaben machen und ja. Aber das schon 84 mit dieser Kröte da, dieser Schildkröte ist schon seltsam. Gerade der hat noch ein Kabel, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wenn du das so vergleichst, wie das war, bevor du mit dem Computer gearbeitet hast, mit der Zeit jetzt, wie würdest du das beurteilen? Wie siehst du das? Ja, vorher bin ich oft rumgefahren. Ja, heute weniger, sehr wenig. Fühlst du dich denn nicht manchmal ein bisschen einsam in deiner Bude? Ja, nur manchmal vielleicht, ja. Aber ich denke, das ist ein Problem von jedem, der sich mit Computern intensiver beschäftigt. Warum? Ja, das hängt mit den Computern zusammen. Wenn man ein Computerspiel spielt, dann spielt man nicht mit Menschen. Ja, und da muss ich sagen, da sollte man doch mit, wenn man das als Job hat, sage ich mal, dann hätte er sich doch ganz normal sagen sollen, er steht morgens um 7 auf, arbeitet von 7 bis 15 Uhr, obwohl man sagte, selbstständig, selbst und ständig. Und ab 15 Uhr hat er dann Feierabend oder so, aber wenn er sich den ganzen Tag in dieser Kiste da natürlich verkriecht und dann gar nicht mehr rausgeht und nichts macht, natürlich vereinsamt man da, ist auch ganz klar, aber ich denke mal, man sollte sowas dann auch als normalen Job sehen und dann hat man auch wieder seine Freizeitgestaltung. Was machst du denn, wenn du fertig bist mit deiner Arbeit? Ja, dann esse ich erstmal. Ja, dann je nachdem lese ich ein bisschen, heute allerdings weniger wie früher. Oder sehe mir einen Videofilm an. Ich habe also eine ziemlich große Videokassettensammlung. Und ja, wenn ich den ersten Film gesehen habe, und ich bin beim letzten, dann kenne ich den Inhalt des ersten Films schon nicht mehr. Nur dass ich da eigentlich genug Material habe. Hast du nicht mal auch ein Bedürfnis, so ins Kino zu gehen oder in die Kneipe oder ins Theater oder irgend sowas? Ja, aber wenn man den Preis eines Kinobesuchs berücksichtigt und den Preis einer Filmkassette, jedenfalls den Preis, den ich dafür bezahlen muss, dann kommt mir der Kauf einer Original-Videofilmkassette, allerdings gebraucht, wesentlich billiger als ein Kinobesuch. Ja, das war damals so. Da gebe ich ihm ja teilweise recht, aber die Atmosphäre in einem Kino, das ist ja heutzutage auch noch so. Natürlich ist es schön, auf einem riesen Fernseher, auf Netflix einen Film zu gucken, aber ich finde immer noch der Sound und die Qualität im Kino, gerade heutzutage im Sachen von 3D, grandios. Und gerade heute ist ja die Technik zu Hause auch noch viel besser. Und ich fand, eine Videokassette zu gucken auf so einem alten Fernseher damals, war zwar toll, aber 84 wäre ich doch lieber ins Kino gegangen. Also das fühle ich nicht so, was er da sagt. Du bist jetzt hauptsächlich alleine hier? Ja. Und so die
Kontakte zu anderen Leuten jetzt, außer Kunden? Wie sieht es damit aus? Nix, läuft nicht. Okay, das ist aber komisch, ne? Du musst doch irgendwie ein paar Freunde haben oder so, aber da, das ist so wieder dieser typische Nerd wahrscheinlich, ne? Der sich nur noch mit seinem Rechner dann beschäftigt, aber wirkt jetzt nicht unsympathisch, also dass der keine Freunde hat oder so, wundert mich ein bisschen, also irgendwer kommt da immer mal vorbei, oder? Sein oder nicht sein, das ist für die Frage. Sein oder nicht sein, das ist für die Frage. Sein oder nicht sein, das ist für die Frage. Sein oder nicht sein, das ist für die alte Computersprachausgabe. Ich bin ein sprechender Rechner und kann alle deutschen Schrifttexte sprechen. Ich bin auch nicht böse, wenn Sie ein falsches Wort eingeben versuchen. Sie doch bitte einmal folgende Zungenbrecher genauso schnell wie ich aufzusagen. Das muss man sich mal überlegen, ne? Das hört sich an wie eine sprechende Mülltonne. Und das war damals aber revolutionär. Man hat sich gefreut, der Computer kann Sprachausgabe. Ich nur überlege, so Space Taxi. Space Taxi war, glaube ich, diese eine Sprachausgabe digital, Space Taxi. Und der C64 hatte damals ja nur 64 Kilobyte Arbeitsspeicher und da war eine Digitalisierung, so eine kleine Tonspur, extrem schwer umzusetzen. Später gab es dann ja noch so Module wie Daisy, da konnte man noch mal ein bisschen mehr digitalisieren. Aber, oder Ghostbusters, gab es ja auch die Sprachausgabe Ghostbusters. Aber ja, das war halt damals so. Wir sind heute extrem verwöhnt. Warte, man versteht gar nichts. Wie soll die Zukunft in Ihrer Familie aussehen? Na gut, sie soll so aussehen, dass meine Frau in Zukunft, ich will ja das also recht bequem machen. Sie soll also nicht arbeiten und schuften, sondern ich würde also sagen, warum soll sie jetzt auf der Bank gehen mit einem Scheck und da sich noch anstellen? Steht heute auch keiner mehr an einer langen Schlange auf der Post. Warum können wir das nicht alles von zu Hause machen? Denn unsere Freizeit ist ja doch knapp bemessen. Die können wir dafür was Besseres benutzen, um auf einer Bank sich hinzustellen oder um langwierige Einkäufe zu tätigen. Das kann man doch heute in ein paar Minuten vom Bildschirm aus machen. Als Frau sieht man es aber anders. Da freut man sich, wenn man doch noch in einem Geschäft gehen kann, wo man bedient wird oder wenn man mal eine Farbe hat. Also ich würde das vorziehen, erstmal noch. Ja, weil zum Beispiel kochen in der Küche. Mutter stellt sich vormittags in die Küche und dann wird bis Mittag gekocht. Ja? Könnte man sich viel einfacher machen. Mutter sagt, heute haben wir Möhrchen, die sind in dem und dem Topf, auf der und der Platte und da sind die Kartoffeln. Ja, und dann schaltet man das eben ein und dann macht der Herd das von alleine, ja, zum Beispiel jetzt das Essen zubereiten. So stelle ich mir zum Beispiel die Zukunft vor einer Familie, ja. Dass also wirklich wir uns um uns kümmern können und alles, was so ansteht, Rasenmähen, wird ein Knopf gedrückt, fährt der automatische Rasenmäher los, ja. Also, er hat ja in dem Recht, dass alles automatisiert wird, aber die Art und Weise, wie er das artikuliert im Rahmen in Bezug auf Frauen, wie gesagt, würde das heute alles ganz anders sagen. Glaube ich, also das war schon sehr, sehr macho-mäßig unterwegs. Stellt man sich eigentlich vor. Da kommt es wieder, Fantastereien, ja. Was heißt Fantastereien? Das ist doch alles in nächster Zukunft realisierbar. Ich meine, ein Herd, der automatisch kocht, gibt es doch schon lange. Haben Sie denn schon konkrete Pläne, was Sie als nächstes anschaffen werden auf dem Gebiet? Ein Roboter. Ja, wir sind also echt interessiert an einem Roboter, der uns eigentlich die Arbeiten abnimmt, zu denen wir eigentlich noch alle zu faul sind. Was wir selber nicht machen wollen. Den kleinen Hausbutler. Wenn der Roboter Sie dann in Ihren Tätigkeiten ersetzt hat, was werden Sie dann tun? Dann gehe ich mit meiner Frau spazieren, dann habe ich mit ihr Zeit. Denn wenn sie jetzt mittags nach Hause kommt, ist ihre Arbeit gemacht. Sie ist also nicht die Rolle Putzfrau oder Hausfrau, sondern sie kann die Rolle Mutter übernehmen. Ja? Sie kann sich also mit ihrem Mann befassen, durch den Wald schlendern oder so. Könnten Sie sich dann in ihr... Ja, aber eine Mutter kümmert sich um ihre Kinder und schlendert nicht mit ihrem Mann durch den Wald. Geile Definition. Im Haushalt vorstellen, dass der Computer noch eine stärkere Rolle einnimmt, als er jetzt schon hat? Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß zwar noch nicht konkret was, ja, aber... Ja, nicht. Ja, ob du nun jetzt... Bildschirmtext oder ja, was? Bildschirm, richtig, Bildschirmtext machst. Oder deine Waschmaschine jetzt runtergehst und die einschaltest. Kann die auch Wäsche der Computer, muss ist ja nur ein Beispiel. Ist ja nur ein Beispiel. Also ja. Man kann sich vorstellen, im Augenblick nur eigentlich konkret noch nicht so sehr. Aber mit einem vernünftigen Textsystem zum Beispiel und einem Drucker könnte man schon mal sich vorstellen, dass auch da Korrespondenzen oder Dinge erledigt werden, die heute noch von Hand gemacht werden. Aber ja, und das hat sich ja Gott sei Dank geändert, aber eins hat sich nicht geändert. Und zwar, heutzutage kann natürlich jeder einen Drucker besitzen, aber nicht jeder besitzt einen Drucker. Das war damals so und das ist auch heute so. Ich kenne ganz viele Leute, die einfach keinen Drucker zu Hause haben.
So, aber wenn du Briefe oder irgendwas schreiben musst, klar, heutzutage geht alles viel elektronisch, aber wenn du mal einen Brief hast, den du doch so ausfüllen musst, dann bist du entweder dann gezwungen, handschriftliches zu machen oder jemanden zu finden, der wieder einen Drucker hat. Also Drucker sind irgendwie teilweise immer noch rar gesät, ist also so ein reines Gefühl so bei mir, was ich so aus meinem Umfeld kenne. Aber da hat er ja 84 schon was Gutes gesagt, dass man vielleicht auch mal eine Bewerbung elektronisch schreibt und nicht handschriftlich. Warum? Why not? Also klingt ja nicht unvernünftig. Größere Dinge sehe ich im Moment noch nicht. Du hast schon ein bisschen, so ein bisschen erschreckt eben reagiert, als das Thema da drauf kam. Ja, das reicht ja jetzt schon. Nachher macht man überhaupt nichts mehr selbst. Doch, der muss doch programmiert werden. Wird ja fürchterlich langweilig mit der Zeit. Macht er nicht von alleine. Ach nee, bloß Knöpfchen drücken und Tasten drücken, das ist ja dann langweilig. Na gut, nee. Wir sehen noch keine große Anwendung eigentlich. Aber könnte noch kommen. Oh ja, das kenne ich auch noch. Ich glaube, das ist Decathlon oder ist das Summer Olympics? Kann auch sein. Wann hast du das letzte Mal ein gutes Buch gelesen? Vor 5 Jahren, was? Gutes Buch? Wird man ja zwangsläufig in der Schule dazu gezwungen. Naja, wenn du das zwangsweise machst, dann ist es ja kein Vergnügen. Ja doch, ich lese schon mal ein Buch. Das bindet ja nur nicht jedes Mal auf die Nase. Ich kann mir nicht hin, ah Mutti, ich habe gerade ein tolles Buch gelesen. Das könntest du mir schon mal sagen, dann würde ich dich sogar bewundern dafür. Ja, ich würde sagen, wir machen mal, an der Stelle machen wir jetzt mal Schluss, ne? Also, war ein sehr interessanter Bericht, hat vieles wiedergespiegelt, wie ich es damals so erlebt habe. Ein paar Dinge fand ich ein bisschen krass, wie man da über das Frauenbild gesprochen hat, macht man heutzutage, also Frauenbild, über die Frau gesprochen hat, Entschuldigung, aber schon, schon extrem genderfeindlich, was damals so gelaufen ist, wie man. Also da sind ja ein paar Aussagen getroffen worden, die, ja, die waren schon sehr extrem, finde ich. Naja, aber ansonsten sehr interessant. Vieles habe ich gefühlt, vieles kannte ich von früher noch und war mal schön. Ja, dann würde ich sagen, lasst mal ein Abo da, Like nicht vergessen, Kommentare, vielleicht wie ihr die Zeit damals erlebt habt. Ne? Why not? Schreibt mal, was, ob ihr das so ähnlich gefühlt habt. Ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal.